Grüß euch, ich bin der Sepp Oschauer aus dem Yoga-Zentrum Strausdorf und wie angekündigt mache ich heute mit euch ein Kurzprogramm, 35 Minuten. Wir fangen an mit 5 Minuten Meditation, wir machen dann Suptapadakonasana, wir machen Suptapadangusta-Asana und zum Schluss mache ich mit euch den Schulterstand. Wer Schulterstand über dem Stuhl? Wer eine Wand zur Verfügung hat, nimmt die Wand wieder her. Wer keine hat, macht den Schulterstand normal. Ein Bein ablegen, Ikapada, ein Bein über den Kopf Richtung Boden ziehen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Nehmt diese Kurzprogramme her, die sind wirklich gut. Stress abbauen. Besonders wenn ich einen körperlichen Stress gehabt habe an dem Tag. Dann kann ich so ein Kurzprogramm machen über die gute halbe Stunde und dann bin ich wieder fit und ausgeglichen. Wir beginnen mit 5 Minuten. Ihr dürft eine aufrecht, bequeme, stabile Haltung einnehmen, Brustbein nach oben, Scheitel Richtung Decke, die Hände auf den Oberschenkeln ablegen, die Augen schließen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz. Lass deine Augäpfel zurück sinken, die Augenhöhlen, nimm dadurch deinen Augendruck und bleib mit deinen Gedanken bei dir, deiner Atmung. Beobachte deine Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Versuche deine Aufrichtung zu halten.
ihr dürft die Augen öffnen. Wir gingen in Supta Padmasana, die Decke, wenn ihr diese Größe habt, diese Größe ist eine Yogadecke dreimal der langen Seite nach gefalten. Gefalten die Decke noch zweimal der langen Seite nach. Dann nehmt ihr ein Rundkissen, das Kissen auflockern, mittig am Ende der Matte hinlegen, Decke so drauf, dass die runde Kante der Decke in die Mitte der Matte schaut. Lässt sich dann mittig auf die Matte etwas holzen. Wenn du die Blöcke brauchst für die Oberschenkel zum Unterlegen, dann leg die Blöcke griffbereit an dich hin. Den Gurt mit einer großen Schlaufe nehmen, den Gurt um den Rumpf bringen, den Gurt hinten so weit nach unten, dass der Gurt über dem Gesäß ist, die Füße heran, die Fußflächen aneinander, den Gurt einhängen und spannen. Der Abstand deiner Bärchen vom Damm ist immer eine Blockbreite plus deine Fingerstärke. Wenn das nicht geht wegen den Knien, dann einfach die Bärchen weiter nach vorne bringen. Wenn du die Blöcke brauchst, weil du Rücken-, Knie- oder Hüftprobleme hast, die Blöcke gleich und unter die Oberschenkel legen. Greif nach hinten aufs Polster, komm auf deine Ellenbogen runter. Jetzt das Wichtigste an dieser Haltung. Becken anheben, das obere Gesäß nach vorne bringen, Schambein nach oben ziehen, Becken anheben, Gesäß nach vorne, Schambein nach oben, dann zurücklegen. Die Decke und den Kopf, sodass die runde Kanten der Decke den Nacken berührt. Wer die Blöcke braucht, jetzt die Blöcke unter die Oberschenkel legen. Dann die Arme senkrecht nach oben strecken. Die Handflächen schauen zueinander, die Arme gestreckt. Die Schulterblätter ziehen nach unten, innen die Achseln leicht nach hinten. Atme jetzt tiefer, ruhig, in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen. Leiste ans Becken noch mehr entspannen. Arme beugen, Finger kreuzen, schieb die Finger weit ineinander. Die Daumen berühren sich, die Handinnenflächen Richtung Decke. Und dann die Arme Richtung Decke strecken. Versuche hier die Arme ganz zu strecken, die Daumen bleiben zusammen, die Achseln drehen leicht nach innen, die Schulterblätter ziehen nach oben. Atme auch hier wieder tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen, Leiste und das Becken noch mehr entspannen. Supta Padmasana. Diese Fingerhaltung Padang Gulya Asana in Supta Padmasana. Warum ich auch dieses Kurzprogramm so beginne? Es gibt im Yoga, also das ist eigentlich erste Lehrstunde Yoga, welche Schwachpunkte hat der Körper? Gibt es nur drei extreme Schwachpunkte. Das ist die Schulterpartie, die wird jetzt hier geöffnet, mit Elle Speicheröffnung. Gibt das Beckenöffnung, Hüftöffnung, das ist ein Punkt. Und dann die Ischikurale, das heißt die Oberschenkelrückseite. Diese drei Punkte hat irgendjemand immer auch seine Schwäche. Weder es fehlt ihm die Stabilität, er hat die Beweglichkeit, oder er hat nicht die Beweglichkeit. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und die zweite Möglichkeit, dass ich die Beweglichkeit in diesem Bereich nicht habe, ist sehr, sehr groß. Tief einatmen, ausatmen, die Arme beugen, drehe die Hand Innenflächen zu dir. Diese Hand, wo der kleine Finger unten ist, herausziehen, eins höher setzen, schieb die Finger wieder weit ineinander, die Daumen wieder zusammen, die Hand Innenflächen wieder Richtung Decke strecken. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Auch hier wieder tief einatmen, ausatmen, Bauchdecke absinken. Warum ich euch das erzähle, wo die Schwachpunkte des Körpers liegen, man braucht, ich sage bayerisch gesagt, das Radl nicht neu erfinden, weil diese Schwachpunkte, die sind im Yoga tausende von Jahren festgeschrieben,
Und diese drei Schwachpunkte, das soll man einfach auch in jeder Haltung, also in jeder Stunde auch berühren. Wenn ich da zu wenig hineingehe, dann habe ich hier keine Veränderung. Tief einatmen, ausatmen, die Arme beugen, die Handinnenflächen zu dir drehen, die Finger lösen, die Arme senkrecht nach oben stellen. Handflächen schauen zueinander, einatmen, ausatmen, Arme über den Kopf ziehen. Achsel nach innen, Schulterblätter nach unten innen. Greif mit der rechten Hand den linken, mit der linken den rechten Ellenbogen. Die Finger halten die Ellenbogen, die Arme sind entspannt. Also steht ja auch geschrieben, was ist eine Yoga-Haltung? Und da hat der Patanjali einige hunderte Jahre vor Christi Geburt ein Buch geschrieben. Da steht es im zweiten Kapitel beschrieben, was muss ich machen in einer Yoga-Haltung oder wie lange soll ich in der Yoga-Haltung verweilen? Und da steht ganz klar drinnen, wenn ich diese Haltung eingenommen habe, bleibe ich so lange, bis sich etwas verändert, körperlich, geistig oder seelisch. Also das steht da auch beschrieben, was muss da passieren, damit ich die Haltung wieder verändern kann. Das heißt, ich halte diese Haltung längere Zeit, nicht bloß 10 Sekunden. Das ist Grundsatz eigentlich im Yoga. Und deswegen, es gibt auch natürlich fließende Sachen im Yoga, wenn man zum Beispiel einen Sonnengruß macht. Da kommt es mehr dann auf die Atmung an, dass die Atmung bewusst ausgeführt wird und ist eigentlich weniger die körperliche Seite. Der körperliche Effekt ist immer eine Nebensache. Tief einatmen, ausatmen, linken, rechten Arm strecken, Handflächen schauen zueinander, Achseln leicht nach innen, Schulterblätter nach unten innen. Greif mit der linken Hand jetzt den rechten Ellenbogen. Mit der rechten und linken Ellenbogen. Die Finger halten, die Ellenbogen, die Arme selbst sind entspannt. Auch hier wieder tiefer ein. Ausatmen, Bauchdecke absinken lassen, Leiste und das Becken noch mehr entspannen. Genauso gibt es Atmung, die Atmung. So, was gibt es für Atmungen? Es gibt die Einatmung, es gibt die Ausatmung, es gibt das Luftatmen. Wenn du diese drei beherrscht, also Einatmung beherrscht, Ausatmung beherrscht und das Luftanhalten. Was heißt das? Wenn du dann atmest, wenn du das willst und nicht der Sympathikus, Parasympathikus oder dein Ego, dann beherrschst du die Atmung. Und erst dann kannst du wirklich in das Feinstoffliche im Körper tiefer hineingehen. Also das sind Grundsätze, was man eigentlich im Yoga verfolgen sollte. Tief einatmen, ausatmen, rechten, linken Arm strecken, Handflächen schauen zueinander. Tief einatmen, ausatmen, Arme nach vorne ziehen, seitlich ablegen. Schiebe dabei die Schulterblätter gleich wieder nach unten innen. Diejenigen, die jetzt die Blöcke unter die Oberschenkel haben, nehmen raus. Auch hier noch einmal tiefer, ruhig einatmen, ausatmen, Bauchdecke absinken und dann den Rest ab. Einatmen, ausatmen, hochkommen, aufsetzen, Gurt lösen, aushängen, Beine nach vorne, die Beine gestreckt, Gurt herunternehmen, nicht zu weit weglegen. Die Beine gestreckt, die Oberschenkel drehen nach innen, Brustbein nach oben. Atme jetzt tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, heb dein Brustbein an. Im Ausatmen Schulterblätter nach unten innen, Beine anspannen, Kniekehlen in den Boden. Atem lösen. Nimm das Polster, lege es neben dir eine Armlänge von dir weg auf die linke Seite. Wer
für den Kopf die Decke braucht, liegt die Decke hier gleich mittig hin, den Block auf die Seite bringen, dann die Füße heran, auf die Ellenbogen herunterkommen, auf die Schulterblätter herunterkommen. Für Supta Parangusta Asana 1. Ein Gurt in deiner Hand. Mach mit deinem Gurt eine ganz kleine Schlaufe, sodass du ein langes Ende hast. Leg diese auf den Bauch. Den Gurt noch einmal halten, die Füße breiter, die Knie fallen zusammen. Atme jetzt tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Also wir machen jetzt Supta Parangusta Asana 1 und 4. Und nach 1 und 4 gehen wir in den Hund nach unten. Machen da noch ein, zwei Haltungen und dann die Schulterstange. So, jetzt. Die linkes Bein nach vorne strecken. Parallel zur Matte. Anspannen. Rechten Fuß heran, hängen den Gurt am rechten Fuß ein, gleich unter deinen Brustballen. Die Arme gestreckt, die Beine gestreckt, die Schultern im Boden. Das sind die drei Dinge. Also noch nicht den Gurt umwickeln. Beine gestreckt, Arme gestreckt, Schultern im Boden. Das ist der grundsätzliche Beginn meiner Haltung. Und da sollten wirklich die Beine gestreckt sein, weil wenn ich den Gurt jetzt kürzer mache, habe ich sonst wirklich keine Möglichkeit mehr, das Bein gestreckt zu halten. So, jetzt atmen, tief ein, ausatmen, Bauchdecke, Beine nochmal anspannen. Jetzt dein rechtes Bein beugen und wickle jede Seite mit dem Gurt einmal mehr mit der Hand. Und streckt dein rechtes Bein wieder nach oben. So kommen die Schultern etwas nach oben. Drehe jetzt die Achsel nach innen, sodass die Handinnenflächen nach hinten schauen, also dass du mit den Augen in diese Handflächen schauen kannst. Atme jetzt tief ein, ausatmen, Bein anspannen und beginne die Schultern mehr Richtung Boden zu ziehen. Streck die Beine dabei, nicht das Bein beugen. Richtig fest anspannen. Und mit jeder weiteren Ausatmung noch mehr die Schultern im Boden. Sind die Schultern im Boden, bring deine Ellenbogen etwas seitlich nach außen, sodass du dein Bein noch mehr heranziehst. Lass dein linkes Bein im Boden liegen. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Beide Beine maximal gestreckt. Linkes Bein im Boden. Bleib ganz ruhig mit deiner Atmung. Zwei Atemzüge noch. Tief einatmen. Ausatmen, dein Bein beugen, abwickeln, dein Bein nach vorne ablegen. Jetzt beide Beine zuerst locker lassen. Atme hier noch einmal tief, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absenken. Und dann den Rest ausatmen. Spür, wie sich jetzt deine rechte Oberschenkelrückseite anfühlt. Zuerst das rechte Bein anspannen, etwas nach innen drehen, links heran, links einfädeln. Und dann das linke Bein nach oben strecken. Jetzt wieder beide Arme, beide Beine gestreckt, beide Schultern im Boden. Also das ist Grundvoraussetzung. Dann atme hier tiefer ein. Ausatmen, beide Beine noch mehr anspannen. Linkes Bein beugen, einmal jede Seite umwickeln. Und dann dein linkes Bein wieder nach oben strecken. Dreh die Achseln etwas nach innen, sodass die Handinnenflächen wieder nach hinten schauen, dass du mit den Augen in die Handflächen schauen kannst. Jetzt beginne wieder tief ein, ausatmen, Beine anspannen, Schultern Richtung Boden, so weit es geht. Lass hierbei deine Beine gestreckt und bring dein rechtes Bein maximal in den Boden.
Sind die Schultern hier am Boden, dann bring die Ellenbogen etwas nach außen, lass aber deine Beine maximal. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Beine feststecken. Mit jeder Ausatmung noch mehr deine Schultern in den Boden bringen oder die Ellenbogen noch mehr zur Seite. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Zwei Atemzüge noch bleiben. Tief ein, ausatmen, beugen, abwickeln, Bein nach vorne ablegen. Nimm deine linke Hand, schau, wie weit dein Polster auf der linken Seite auf Schulterhöhe weg ist. Du sollst hier mit der Hand hinter das Polster noch greifen können, dann hast du den richtigen Abstand. Dann kontrolliere nochmal, ob du mittig auf der Matte liegst. Bring jetzt dein rechtes Bein nach oben und greif mit der linken Hand beide Gurtenden so kurz wie möglich, so dass du dein Bein hier noch stecken kannst. Dann bring deinen rechten Arm zur Seite, die rechte Schulter im Boden, atme tief ein, ausatmen und schau, dass das linke Bein, das am Boden liegt, so bleibt und geh hier mit dem Becken hoch auf die linke Seite. Auf der Seite muss ich aufpassen, weil da habe ich mein Mikro, das ist nicht. Und jetzt versuche, die Schulter im Boden zu lassen, das linke Bein gestreckt und atme immer wieder tief ein. Mit dem Ausatmen drehe den Bauchnabel zur linken Seite, sodass dein Becken hier senkrecht wird. Die Schulter aber im Boden. Das ist sehr gut auch für die Bauchspeicheldrüse und ist eine sehr gute Haltung, um diese Brustwirbelsäule eben zu entspannen. Genauso Piriformis, zum Beispiel wenn ich Ischias-Probleme habe, ist das eine ideale Haltung. Zwei Atemzüge noch. Bleiben. Linkes Bein bleibt am Boden angespannt. Tief einatmen, ausatmen, Bein nach oben bringen, abwickeln. Bein nach vorne ablegen. Schau, dass du hier wieder mittig sauber auf der Matte liegst. Atme hier noch einmal tief ein und aus. Bring das Polster jetzt auf deine linke Seite. Auf Schulterhöhe, so dass du das Polster hier hinten greifen. Nimm den Gurt. Linkes Bein heran, rechtes Bein ist angespannt. Dann linkes Bein nach oben, mit deiner rechten Hand so kurz wie möglich einfädeln, dein rechtes Bein am Boden anspannen, linkes Bein stecken, linken Arm zur Seite legen, Schulter im Boden, tief einatmen, ausatmen, komm hier auf deine rechte Seite mit dem linken Bein. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Versuche, deine linke Schulter hier in den Boden zu bringen. Dein rechtes Bein bleibt gestreckt. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Vor Atemzüge noch. Beide Beine gestreckt. Tief einatmen. Ausatmen, Bein nach oben, beugen, abwickeln, das Bein nach vorne ablegen. Leg dich wieder mittig sauber auf die Matte, Schulterblätter nach unten innen, Beine ganz locker lassen, hier nochmal tief ein. Ausatmen, Füße heran, Füße breiter, Knieballen von alleine zusammen. Atme hier nochmal tief ein, über die Bauchdecke aus. Rechten Arm nach oben, komm auf deine rechte Seite, kurz liegen bleiben, einatmen, ausatmen, hochkommen, aufsetzen. Ihr dürft euch in Adho Mukha Virasana zurücksetzen, Knie etwas breiter, wie die Hüften groß ziehen, berühren sich, die Arme nach vorne gestreckt, die Stirn ablegen. Atme jetzt tiefer, ruhig, in deinen Brustkorb ein,
mit dem Ausatmen deinen unteren Rücken noch mehr absinken lassen. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen hochkommen. Stirn aufstellen, Knie ein wenig zusammen. Einatmen, Becken anheben und ausatmen, Beine strecken. Adho Mukha Svanasana. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Die Beine maximal gestreckt. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Also der Hund nach unten ist auch sehr, sehr wichtig, auch um Spannungen im Körper abzubauen. Bleiben jetzt nicht so lange, wir kommen dann nach vorne und bauen dann für den Schulterstand auf. Drei Atemzüge noch. Einatmen, Kopf daneben, nach vorne laufen, Füße hüftbreit, die rechte Hand ins Becken, linke Hand ins Becken, zieh dein Brustbein nach vorne, spann die Beine an, einatmen, hochkommen, ausatmen. Diejenigen, die eine Wand haben, jetzt die Matte an die Wand bringen, dann nimm dein Polster, auflockern, lege es parallel zur Wand oder zum Schrank, auf die Matte, setz dich neben die Matte auf den Boden. Bring hier dein Polster in den richtigen Abstand zur Wand. Dann komm hoch. Nimm deinen Stuhl. Bring den Stuhl hier vor das Polster mit deinem Abstand. Bei mir sind es immer 4 Finger. Passt genau. Nimm die Decke. Die Decke hier auf die Sitzfläche bringen. Haben wir schon öfters gemacht. Und dann gehen wir in den Schulterstand. Setz dich auf die Sitzfläche, die Beine hier oben drauf. Dann komm nach unten. Greif hier die Querstrebe. Dann die Füße oben hier auf die Lehne. Fußflächen zusammen, Knie auseinander. Bring deine Schultern zusammen. Soweit es geht, tief ein, ausatmen, Knie zusammen, Beine nach oben strecken. Mal eine Sequenz für diejenigen, die keine Wand zur Verfügung haben. Tief ein, ausatmen, rechtes Bein ablegen. Einatmen, ausatmen, links die Zehen über den Kopf Richtung Boden. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Die Beine gestreckt, beide Oberschenkel leicht nach innen gedreht, die Schultern zusammenhalten, das Brustbein Richtung Kinn ziehen, tief einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Anspannen, linkes Bein gestreckt auf die Lehne, anspannen, einatmen, ausatmen, rechts die Zehen über den Kopf Richtung Boden. Beide Beine angespannt. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Dein Becken bleibt ausgerichtet. Beide Oberschenkel leicht nach innen gedreht. Die Atmung beruhigen. Tief einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Die keine Wand haben, bleiben kurz so. Wir gehen an die Wand, Füße an die Wand bringen. Schultern bleiben zusammen, tief einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach oben. Eine Linie mit dem Rumpf. Die nur den Stuhl haben, legen das rechte Bein ab, einatmen, mit dem Ausatmen, links mit Zehen über den Kopf Richtung Boden. Ekka Pada Shavasana. Streck die Beine, lass die Fußgelenke flexen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Tief einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach unten. Stell deinen rechten Fuß neben den linken ab. Nicht hinschauen. Einatmen, ausatmen, linkes Bein hoch. Eine Linie. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch, ganz weich. Die Atmung beruhigen. Ekka Pada Shavasana. Wenn du hier tiefer einatmest, auch wieder
erst die Bauchdecke etwas einsinken lassen und dann den Rest ausatmen. Einatmen, ausatmen, linkes Bein nach unten. Stell den linken Fuß neben dem rechten ab. Einatmen, ausatmen, rechtes Bein. Becken ausgerichtet, rechtes Bein, eine Linie mit dem Rumpf, die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz ruhig. Tief ein, ausatmen, rechtes Bein nach unten. Rechten Fuß neben linken abstellen, einatmen, ausatmen, linkes Bein nach oben. Eine Linie mit dem Rumpf. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Ganz weich. Tief ein. Ausatmen, linkes Bein. Stelle den linken Fuß neben dem rechten ab. Einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach oben. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Ganz weich. Beruhige deine Atmung. Tief ein, ausatmen, rechtes Bein nach unten. Rechten Fuß neben den linken abstellen, einatmen, ausatmen, linkes Bein nach oben. Becken ausrichten, Fußgelenke flex, die Zähne berühren sich nicht. Tief ein, ausatmen, linkes Bein nach unten. Einmal nach jede Seite einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach oben. Schau, dass du hier auch eine exakte Ausrichtung deines Körpers hinbekommst. Fest anspannen, die Beine. Fußgelenke flex. Tief ein, ausatmen, rechtes Bein nach unten. Einatmen, ausatmen, linkes Bein. Letzte Mal jetzt. Die Atmung beruhigen. Linkes Bein, eine Linie im Rumpf. Tief ein, ausatmen, linkes Bein nach unten. Wir kommen dann nach vorne, einatmen, ausatmen, kommen nach vorne, die Beine dann beugen, die Füße auf die Lehne. Die rechte Hand raus, greif das Stuhlbein, was näher bei dir ist, linke raus. Dann die Füße auf die Fersen, auf die Sitzfläche. Langsam zurückgleiten, bis dein Becken auf dem Polster liegt. Dann nimm deine Füße nach außen und schieb den Stuhl ein kleines Stück weg von dir. So dass deine Unterschenkel ganz parallel zum Polster aufliegen. Hebe jetzt dein Becken an, mit beiden Händen das Polster Richtung Schulterblätter etwas bringen, Becken absinken lassen. Atme hier noch einmal tief, ruhig, in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken, Unterbauch absinken und dann den Rest ausatmen. Wir machen jetzt 4-5 Atemzüge so ganz bewusst über die Bauchdecke und dann gehen wir aus dieser Haltung raus und bleiben nur kurz im Shavasana. Nochmal tiefer, ruhig, in den Brustkorb einatmen, Brustkorb ausdehnen, Lunge füllen. Beim Ausatmen, Bauchdecke absinken, Unterbauch ganz weit absinken und dann den Rest ausatmen. Lass alles ganz locker. Schau, dass die Schulterblätter nach unten innen geschoben, dass der Nacken steigt.
Wieder tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Unterbauch absinken lassen. Und dann in Rest ausatmen. Noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke etwas absinken lassen. Unterbauch ganz tief absinken lassen. Und dann in Richtung. Nimm beide Hände ans Polster. Atme ein, heb dein Becken an. Bring das Polster nach vorne zum Stuhl, lass dein Becken absinken. Atme hier noch einmal tiefer ein, über die Bauchdecke aus. Nimm mit den Füßen die Decke, bring diese näher zu den Händen. Nimm die Decke mit den Händen und leg sie auf Bauch und Brust drauf. Die Füße nach außen bringen, schiebe den Stuhl, mach ein kleines Stück weg von dir, noch nachgreifen auf die Stuhlbänke, die etwas näher bei dir sind. Gib den Stuhl weg von dir, schau, dass das Polster genau auf, unter den Kniekehlen liegt. Streck die Beine, Fersen nach außen ablegen, Schulterblätter nach unten innen, Schultern ausrollen, Arme ausrollen, Handflächen nach oben öffnen, Augen schließen. Versuch dich jetzt einige Minuten zu entspannen. Geh mit deinen Gedanken zu deiner Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Lass deine Augen geschlossen. Beug die Arme, leg die Hände auf deinen Bauch. Stell die linke, rechte Ferse heran, roll das Polster mit den Fersen voran. Die Füße auf die oben abgestellt, die Knie zusammen. Die Füße etwas breiter aufstellen. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Über die Bauchdecke ausatmen. Nimm den rechten Arm nach oben, komm auf deine rechte Seite, bleib hier in so einer Embryostellung liegen, die Beine weit angezogen, der Kopf liegt auf dem rechten Oberarm, die linke Hand ist vor dir aufgestellt. Atme auch hier tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen mach dein Gesicht, deine Stirn noch weicher. Beim Hochkommen, Kopf hängen lassen, über die Seite hochkommen langsam und dann erst Wirbel für Wirbel aufrollen, als letztes den Kopf annehmen. Stell die linke Hand vor dir auf, atme ein, ausatmen, langsam seitlich hochkommen, Kopf hängen lassen, setz dich auf, dann Wirbel für Wirbel aufrollen, als letztes dann den Kopf annehmen. Nimm die Hände in Gebetshaltung. Namaste. Namaste ist der Dank vom Lehrer zum Schüler und vom Schüler zum Lehrer heißt es göttliche mir, Steve, das göttliche. Also ich hoffe, dass euch diese Kurzfrequenzen auch motivieren, mehr zu tun. Das ist nämlich auch immer wichtig, wenn ich wenig Zeit habe, mache ich eben so eine Kurzfrequenz. Und gibt es bitte auch das
den Link immer wieder weiter, dass ihr könnt es natürlich auch abonnieren und kriegt immer Bescheid, wenn wir praktisch da live streamen haben. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Mal wiedersehen. Am Dienstag haben wir wieder eine lange Stunde. Am Freitag mache ich noch mal eine kurze. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund.